Neun Gründe, warum du als INFP-Mediator oft traurig bist. Grund Nummer 1. INFPs gehören zu einer selteneren Bevölkerungsgruppe, weil intuitive Menschen selten sind. Nämlich nur 25% ausmachen in Summe, also Analysten und wirklich die Diplomaten gemeinsam. Und dadurch kommt oft so ein bisschen das Gefühl hoch, ich bin anders, bin ich vielleicht komisch, keiner versteht mich. Hat das auch einen Grund? Habe ich das auch vielleicht verdient, dass ich da komisch bin? Was ist mein Platz in der Welt? Also Mediatoren überdenken da sehr, sehr viel, sind oft sehr unsicher und haben oft dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit in der Gesellschaft nicht, weil sie anders sind, und das führt dann oft dazu, dass sie eine traurige Phasen durchmachen. Grund Nummer 2 ist es, den Hintergrund der wahren Gefühle nicht gleich herausfinden. Mediatoren beurteilen oft speziell äußere Geschehnisse mit ihren eigenen Gefühlen und versuchen, die einreihen zu können. Und aufgrund von dem, dass sie natürlich ganz intrinsisch etwas Gutes bewirken wollen, wirklich sagen, hey, ich möchte ein guter Mensch sein, ich möchte wirklich was Gutes hinterlassen, kann sein, dass sie sich nicht als gut genug fühlen durch verschiedene Faktoren, die ihnen eben genau dieses Gefühl geben, dass ihr Beitrag einfach nicht wirklich wertvoll war. Und das führt schlussendlich auch dazu, dass sie traurig sein können, wenn sie eben diese Vergleichsparameter an Persönlichkeiten festmachen, die sie vielleicht auch oft nicht so schätzen. Grund Nummer 3. INFPs oder Mediatoren haben oft ihre starken inneren Gefühle, versuchen auch zu erkennen, ob die berechtigt sind, und haben gleichzeitig intuitive Neigungen, wo sie die ganzen Möglichkeiten im Leben erkennen. Zum einen wollen sie jetzt wissen, wie können sie die Intuition und ihre innere Gefühlswelt miteinander verbinden. Zum anderen führt es aber dazu, dass sie sich denken, boah, ich erkenne so viele Möglichkeiten im Leben, bin aber durch meine eigenen Gefühle oft wie paralysiert, wo ich nicht voranschreiten kann, weil ich mir schwer tue, da kommen wir dann drauf zu sprechen, Entscheidungen zu treffen. Und dadurch geht dann oft nichts weiter. Sie haben das Gefühl, dass sie in ihrem Inneren was Wertvolles haben, aber nicht wissen, wie sie das nach außen tragen. Und der dritte Grund ist demnach wirklich die Kombo aus einer sehr starken Intuition, wo man im Außen viele Möglichkeiten erkennt, und einer inneren Gefühlswelt, die einen innerlich fast paralysieren kann. Grund Nummer 4 ist Entscheidung treffen. Eine Entscheidung ist etwas, was unser ganzes Leben beeinflussen kann, was aber auch andere Menschen beeinflussen kann. Also Entscheidung ist ein recht großes Ding, wenn man so will. Und vielleicht tun sie da oft sehr schwer, weil sie aufgrund von ihrer Art und Weise eben immer die richtige Entscheidung treffen wollen. Wollen sie jetzt nicht etwas entscheiden, was eventuell negative Auswirkungen haben kann. Und deswegen fühlen sie sich oft wirklich eingeengt, wissen oft nicht genau, okay, ich weiß nicht, soll ich eher mich dafür oder da entscheiden, was ist das Richtige, ich würde lieber das, aber da wäre es besser so. Also das ist oft etwas, was sie wahnsinnig unter einen Druck ersetzen kann, eine Entscheidung zu treffen, weil sie schlussendlich einfach nur das Richtige wollen. 5. Existenzielle Fragen. Erstens einmal, warum bin ich überhaupt auf der Welt? Was ist die Aufgabe von mir auf dieser Welt? Wo geht es hin in Zukunft? Habe ich die richtigen Entscheidungen in meinem Leben getroffen? Was definiert mich? Wer bin ich in Wahrheit? Was sind meine wichtigsten Werte, Gefühle? Das sind so Fragen, die ihr INFP immer wieder in seinem Inneren durchlaufen lasst. Und dadurch kommt es ja oft dann zu Situationen, wo eben, wie viertens erwähnt, Entscheidungen anstehen. Und da kann es dann oft sein, allein wenn ein INFP außen essen geht und er steht für Nachhaltigkeit und ist Vegetarier, und dann kommt zum Beispiel irgendeine Pflanze aus Amerika, wo er weiß, okay, da steht eine Firma dahinter, die nicht nachhaltig arbeitet. Da weiß er, wenn er sich jetzt dafür entscheidet und das isst, dann im Prinzip steht er nicht zu sich selber, und dann kommt wieder die Frage, ist es gut so, dass ich das Ganze jetzt mache? Und das kann, also diese Dauerschleife an inneren Fragen, was die eigene Persönlichkeit und Existenz angeht, kann dazu führen, dass dann wieder so eine gewisse Traurigkeit aufkommt, wenn man sich denkt, es ist einfach so viel, wieso kann es nicht einfach eine simple Antwort geben, und wieso immer diese ganzen Gefühle, nur wird der INFP das in sich behalten und nicht immer teilen. Und da kommen wir jetzt schon zum nächsten Punkt. Grund Nummer 6 ist eben, die Gefühle für sich zu behalten. Sie haben das Bedürfnis, einfach nicht ihre Gedanken, ihre Unsicherheiten, ihre Trauer
einfach mit anderen zu teilen, weil sie andere auch damit nicht belasten wollen. Und sie rutschen viel mehr in die Rolle eben als Zuhörer, als Schulter, wo sich andere ausweinen können. Viel mehr würden sie es aber brauchen, selbst einmal sich ausweinen zu können. Und deswegen vielleicht an der Stelle auch gleich ein Tipp, ruhig auch gern seine Gefühle mit Menschen, wo man sich wirklich wohlfühlt, einmal zu teilen. So, es kann unglaublich befreiend sein. Und deswegen ist das, wie gesagt, oft leider ein weiterer Grund, warum INFPs oft traurig sind. Siebtens, INFPs, Mediatoren, erinnern sie oft an gewisse Ereignisse in der Vergangenheit. Und das muss nicht immer konstruktiv sein. Wenn jetzt zum Beispiel eine gewisse Situation war, wo eine falsche Entscheidung getroffen ist, kann genau dieses Ergebnis wieder vorkommen und der INFP erinnert sich zurück, ui, damals ist das passiert. Und dann denkt er sich wieder, boah, jetzt kommt wieder das Gefühl und jetzt merke ich das. Und er ist wieder wie so paralysiert und denkt er sich, wieso ist das damals passiert? Und geht oft so ein bisschen zurück, wo er das Ereignis aus der Vergangenheit sieht in bestimmten Situationen. Und das kann dann auch wieder dazu führen, dass sich das natürlich auf die Emotionswelt dementsprechend auswirken kann. Grund Nummer 8 ist, wenn zwar extern scheinbar alles passt, das heißt, wenn man vielleicht Familie hat, wo man sehr glücklich ist, beziehungsweise einen Job hat, wo man eine mega Position hat, kann es doch recht oft auch passieren, dass man ein Leid fühlt, wirklich eine Trauer in sich, dass etwas eben nicht passt, weil beim Mediator ist es so, dass der oft nicht nur in einer Welt lebt, sondern in zwei. Er hat so eine Welt, die er sich auch aufbaut, so seine Scheinwelt, wo an sich alles perfekt ist, wo er zu 100% so lebt, wie er will. Und in der Welt kann es aber genauso vorkommen, dass etwas nicht passt, dass etwas nicht stimmig ist, dass eine Lücke auftaucht, wo man versucht, die zu stopfen, zu füllen. Aber das geht einfach nicht. Und deswegen kann auch ganz intrinsisch ein Gefühl von nicht Vollkommenheit aufkommen und man fühlt das natürlich auch als INFP und das ist wie gesagt auch ein weiterer Grund, warum man traurig sein kann. Punkt Nummer 9 ist Einsamkeit. INFPs können auch das Gefühl haben, dass sie wirklich einsam sind, weil sie oft eben nicht verstanden werden, weil andere zu ihnen sagen, hey, es passt dir alles, dabei brauchen sie Zeit für sich und dadurch kommt dann oft dieses Gefühl der Einsamkeit hoch. Wo sie sich selber wieder fragen, bin ich für andere jetzt überhaupt wertvoll, leiste ich für dir einen Beitrag, schätzen andere die Zeit, die ich ihnen schenke oder sollte ich das mehr machen? Also wieder sehr soziale innere Fragen, die aber auch zu der Trauer führen können. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Resümee dieses Videos. Wir haben jetzt verschiedene Gründe aufgelistet, warum INFPs oft traurig sind und Lösungen sind jetzt folgende. Erstens einmal Reisen. Wenn ein INFP auf Reisen geht, lernt er verschiedene Möglichkeiten der Welt kennen, erkennt, wie andere gewisse Situationen lösen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen und das kann ihnen schon mal den Horizont erweitern und sie aus der Komfortzone bringen. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt, aus der Komfortzone gehen. Klar, es ist nicht immer leicht, nur ist es trotzdem wichtig, sie Steps und Schritte zu trauen, weil auch wenn in der Vergangenheit etwas war, dessen INFP belastet, wo er sich zurückerinnert, ist gerade da wichtig, den Schritt nochmal zu wagen, weil es gibt ein Selbstvertrauen und das hilft dann langfristig, damit man wirklich selber sagen kann, ich habe es probiert. Drittens, ganz ein wichtiger Punkt, Vergebung. Und zwar auch Vergebung an sich selbst. Man muss nicht immer alles perfekt machen. Es ist okay, so wie man ist. Und auch andere Menschen, wenn die mit einem nicht immer so umgehen, wie man es sich gern wünschen würde und das in sich hineinfrisst, denen kann man auch vergeben. Also das ist wirklich etwas durch Vergebung, auch vor allem an sich selbst, dass man Fehler gemacht hat, dass man gerade unsicher ist, dass man sie vielleicht noch nicht gefunden hat. Vergib dir selbst, weil dadurch wird es viel lockerer und du bist perfekt, wie du bist. Es wird die Zeit kommen, wo du die mehr finden wirst, aber unter Druck geht da gar nichts. Und deswegen vergib dir für alles, was du gemacht hast, in deinen Augen, was nicht passt hat. Und da wird dann auch schon dementsprechend eine gewisse Lockerheit sich einstellen. Viertens, eine super Übung ist das sogenannte Timeline Reframing. Das kommt aus der NLP und das ist eine Übung, wo man jetzt sich vorstellt, dass man zum Beispiel wirklich die Augen schließt und man reist in die Vergangenheit. Zuerst merkt man, wie man aus seinem Körper hinausgeht und dann reist man zurück zu einer Emotion, die man einmal erlebt hat, die einen gerade belastet. Wann war das letzte Mal? Man merkt, okay, dort habe ich mich traurig gefühlt. Was war die Ursache?
Ah, okay, die Ursache war das. Dann reist man noch einmal weiter zurück, wo das Gefühl wieder da war. Und man reist so lange zurück in die Vergangenheit, bis man das letzte Ereignis vor Augen sieht, an das man sich erinnern kann, wo diese Emotion war. Und dann, wenn man das sieht, zum Beispiel, okay, wie ich 4 Jahre alt war, war ich traurig, weil das und das passiert ist. Dann reist man zu seinem alten Ich und umarmt es und sagt, es ist okay, ich vergib dir und du wirst sehen, es wird alles gut werden. Und man tröstet so quasi das alte Ich, dann stellt man sich wieder vor, wie der Geist nach oben geht und wieder zurückreist, wie sich die Trauer langsam auflöst und wie man in die Gegenwart zurückkommt und dadurch die Trauer mehr oder weniger transformiert hat. Super Übung, da gibt es verschiedenste Übungen, aber NLP, Timeline Reframing ist so ein super Tipp. Fünftens, Affirmationen. Dieser Self-Talk, wie man es erkennt aus dem Englischen, oder wirklich die ganzen Dinge, die man sich selbst einredet, die beeinflussen einen. Und da ist es ja cool, wenn man sie immer wieder aufschreibt, zum Beispiel, nicht, ich bin perfekt, ich bin super toll, das sind keine guten Affirmationen, sondern von heute an werde ich von Tag zu Tag selbstbewusster. Von heute weg werde ich von Tag zu Tag glücklicher. Weil dadurch setzt man sie auch nicht unter Druck und gibt sie die Zeit. Das sind super Affirmationen. Hypnose ist da zum Beispiel ein super Tool, wo man genau solche Sachen erlernt, wie man richtige Glaubenssätze etabliert. Der nächste Tipp, aufschreiben. Wenn man für Gefühle hat, auch in Form von Gedichten, Klaviermusik, was auch immer, irgendetwas finden, wo man die Gefühle ausdrücken kann. Weil INFPs fressen das oft gern rein und da ist es gut, wirklich das auszudrücken. Und durch Schreiben lässt man den Gefühlen freien Lauf und bringt sie vom Inneren so quasi in die Außenwelt, wodurch man sie loslassen und transformieren kann. Und der nächste Punkt ist ja wirklich Ausreden noch als letzter Tipp. Und zwar, wenn man mit einem Freund, dem man vertraut, einem Mentor, einem Businesspartner, gewisse Dinge bespricht, der einem auf die Sprünge hilft, weil gemeinsam ist es oft viel leichter, den Weg zu beschreiten. Und wie der Buddha mal so schön gesagt hat, wenn du den Weg eines anderen erleuchtest, dann erleuchtest du auch deinen eigenen. Und das ist eine Rieseneigenschaft bei INFPs. Sie erleuchten kontinuierlich den Weg von anderen. Und da ist es auch gut, wenn sie das mit Gefühlen machen und sie selber vielleicht einmal den Weg in Form einer anderen Person erleuchten. Weil wenn der andere herkommt und den Weg leuchtet, ist das ja okay. Das sind einige Tipps. Wir hoffen, ihr habt da was mitnehmen können für euch oder sonst, wenn ihr wen kennt, schreibt es gerne in die Kommentare und auch, was ihr euch sonst noch wünscht. Danke an der Stelle und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.